Ich bin gespannt, ob wir das jetzt so irgendwie mal so ein bisschen... war der denn da? War nicht da vielleicht? Nein. Aber dann war garantiert so. Dann war garantiert so. Und da oben, nee, hier vielleicht, genau, hier war ein Pilz, dann ist hier auch noch ein Pilz. Und wenn hier die 10 Münzen sind, sind hier die anderen 10 Münzen. Also bekommen wir 10, nee, keine 20, sondern nur 10 Münzen. Und jetzt bekommen wir noch eine Feuerblume. Jetzt ist aber unser Inventar schon wieder voll, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Nee, ernsthaft, unser Inventar ist schon wieder voll. Also ich weiß nicht, Leute, die sich beschweren, ihr Inventar ist ständig leer. Weiß ich nicht. Und wer sich über Leben beschwert und trotzdem dieses Spiel beherrscht, den verstehe ich noch weniger. Weil ich klicke mich da einfach falsch durch. Ich habe jetzt ein Plumerz oder wie auch immer, was das auch mal darstellen sollte. Nee. Ich war schon wieder bei irgendeinem Thema, oder? Habe ich das schon wieder irgendwie... Ach du Scheiße, Scrolling Wasserlevel. Also irgendwie wird es auch manchmal so ein bisschen crazy. So ein bisschen creepy auch. Nee. Und die Gamescom? Also einige waren doch garantiert von euch auf der Gamescom. Ich habe ja auch von mindestens einem die Anfrage bekommen, ob ich nicht ein Autogramm schreiben könnte. Also wenn ich auf der Gamescom sein sollte. Da habe ich ja sowieso gestutzt, aber das habe ich ja schon mal erzählt, glaube ich. Kann ich nicht? Ach, super. Den großen Fisch, da brauche ich wahrscheinlich gar nicht versuchen. Was genau? Auf der Gamescom. Ich habe jetzt eigentlich von vielen gehört, das war gar nicht so dolle. Also von mindestens einem habe ich es persönlich gehört. Von so komischen Berichterstattern, die sich Presse nennen, habe ich das auch gehört. Weil ja auch viele Veranstalter wohl abgesagt haben im Voraus, kurz vor der Messe. Ja, und dass da wohl alles im Zeichen des MMOs und der ganzen Online-Spiele und der Mobile-Game stand. Und das passt uns Hardcore-Gamer natürlich sowieso gar nicht in den Kram. Das ist ja eher sowas für die Casual-Gamer. Ich schreibe zwar ganz viel, ich bin zwar ganz viel aktiv und so weiter als Schreiberling beim Thema Browser-Games und so weiter. Und ich mag auch, wo die Reise von den Browser-Games mehrheitlich hingeht, zu mehr Grafik, zu mehr Spielspaß, auch mehr richtige, es werden mehr richtige Spiele entwickelt. Mit richtige Spiele meine ich keine textbasierten, so von wegen, dass ich alle paar Stunden mich einmal einlogge und dann mein Dorfzentrum quasi ausbaue und sonst mache ich den ganzen Tag gar nichts in dem Spiel. Das meine ich mit ausbauen. Und das gefällt mir persönlich, und das ist schon ziemlich krass, was hier gefordert gerade wurde von der Reaktionsfähigkeit. Aber das Level ist auch geschafft, glaube ich. Nee, und da geht eigentlich die Reise sehr schön hin. Bloß, ich weiß ja gar nicht. Ich mag persönlich, mag diese Online-Games, diesen Online-Waren gar nicht so besonders, weil ich gar nicht so wahnsinnig gerne online spiele. Und ich mag das auch nicht. Diese Online-Spiele sind ja darauf ausgelegt, gerade wenn sie über Gebühren finanziert werden, dass die Leute eben an das Produkt gebunden werden, an das Browser-Spiel und eben niemals aufhören zu spielen. Oder alternativ jetzt zum Beispiel beim MMO, dass sie halt dann ewig und 3 Tage lang versuchen, ihren Charakter von Level 49 auf Level 50 hochzuleveln und immer wieder die gleichen Quests, die gleichen Aufgaben erfüllen und prinzipiell überhaupt sowieso die ganze Zeit das absolut Gleiche machen. Und das, also mich persönlich würde das immens langweilen. So, ich muss gerade sagen, dass mit den Röhren, so toll ich das Spiel vorher auch gelobt habe, aber das mit den Röhren, das geht mir schon ein bisschen auf den Zeiger, um es mal ein bisschen fast schon böse auszudrücken, ein bisschen vorwurfsvoll. Weil ich mag Röhren nicht in Videospielen. Ganz ehrlich, da muss ich ganz ehrlich mal sagen. Röhren finde ich doof. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was die Entwickler gerade an Röhren gefunden haben. Aber mich nervt das, so komische Rätsel zu lösen, wo ich einfach nur richtig die ganze Zeit springen muss. Und ich wette, hier ist bestimmt, ja, super. Jetzt muss ich wahrscheinlich durch die eine Röhre, bei der kein Invisible Block mich blockiert. Ach ja, hier kann ich nicht durchspringen, das wusste ich aber. Kein Grund, sich jetzt nochmal künstlich aufzuregen. Ne? Schnittfatt. Also ich jetzt, ne? So. Ah, ja, super, super. So ein Extra-Leben, das bringt mich auch total weiter, wenn ich nicht drankomme. Aber jetzt müsste das ja eigentlich. Ich müsste es noch sehen, vielleicht kriege ich es sogar noch. Ja. Ja, ich reg mich gar nicht auf über das... Ach doch, ich dachte schon, ich wäre da jetzt sowieso nicht durchgekommen, weil ich habe ja keine Feder. Jetzt sag nicht, ich brauche noch eine Feder. Dann krieg ich schon wieder das Kalte, dann kotze ich im Strahl, wie man so schön sagt, ne? Yes! Ja, der Mario springt manchmal etwas schwerfällig.
Vor allem, wenn ich ihn dazu noch steuere. Ach du Schande! Mag ich das gar nicht, wenn er plötzlich... Ich gehe einfach mal die Wege, die ich ein bisschen absurder finde. Das wird mich hoffentlich nach Rom führen. Ach du Schande! Immer wenn ich so einen Invisible Block dann zucke ich immer kurz mit mir zusammen, weil mich das erschreckt irgendwie. So, früher haben wir das jetzt gemacht. Brauchte ich das jetzt für die andere Röhre da rechts? Ach, nee, ernsthaft? Hoffentlich sterbe ich hier nicht. Weil wenn ich hier noch sterbe... Achso, hätte ich mit der Feder, wäre ich hier auch viel schneller wieder durchgekommen. Das Level, das nervt mich. Das finde ich total doof. Auch wenn die Idee... Achso, ja, tatsächlich, ich musste hier irgendwie... Auch wenn die Idee ganz nett ist, aber... Nee, sowas mag ich nicht. Sowas mag ich gar nicht, wenn ich mir da irgendwie... Also ich musste mir jetzt keine Wege merken, aber da die ganze Zeit... Das ist ja auch kein... Das ist ja kein Jump'n'Run, das ist einfach nur so ein Trial-and-Error-Prinzip. Das nervt mich sowieso in Spielen. Aber was haltet ihr von Browser-Spielen, von dem ganzen Online-Gedöns und überhaupt von diesem Casual? Das finde ich sowieso ein interessantes Thema mit der ganzen Casualisierung. Ich muss schon wieder ein Item einsetzen, damit ich wieder ein neues einsammeln kann. Das ist unglaublich. Und wir haben gar keine Hammerbrüder mehr, merke ich gerade, ne? Wo führt uns denn die Röhre hin? Jetzt weiß ich gar nicht, wo uns die Röhren hinführen. Nee, aber weil mit dem Browser-Spielen und so weiter, das war eine falsche Röhre. Super. Superlativ. Beziehungsweise hätten wir uns da vielleicht mit dem Hammer durcharbeiten können, weiß ich nicht. Die einzige andere Röhre ist die hier. Die muss uns ja eigentlich, muss die uns irgendwo hinführen. Ich glaube, das eine Pilzhaus lasse ich da hinten aus, weil ich die erste Röhre nicht genommen habe. Die hätte uns vielleicht dahin geführt, aber ja, meine Güte. So, jetzt weiß ich gar nicht, wie wir die eine Blume da vor dem Schloss wegkriegen. Also Schloss im Sinne von Türschloss, Torschloss ungefähr, irgendwie so. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin ja auch noch so eher so ein Gamer von der... Wieso ist hier nirgendwo ein Hindernis? Das ist ja ganz merkwürdig, das Level. Hier noch nicht fertig gebaut, oder was? Oder muss ich hier mehrmals durch und das wird dann immer schwerer? Das könnte ich mir jetzt eventuell noch... Ja, ich könnte mir sowas vorstellen. Aber irgendwie auch nicht, weil jetzt was anderes passiert. So... Ach so, ich komme da schon hoch. Okay. Nee, ach du Scheiße, was ist denn das für ein Sprung? Oh, der muss ja perfekt sitzen, pixelgenau. Der war doch schon gar nicht scheiße. Gut, nehmen wir noch ein Item. Wir haben ja so viele davon. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Die Wolken setze ich nicht ein. Weil ich ja wirklich, ich bin ja so ein perfekt... Ich kann doch bestimmt hier... Na gut, hätte ich jetzt eine Feder, könnte ich mich irgendwie nach rechts durcharbeiten mal. Das sieht hier alles so geheimnisvoll aus. Da wäre bestimmt irgendwo ein Geheimnis. Hier vielleicht auch rüberfliegen, hätte vielleicht auch was gebracht. Naja, dann halt nicht. So. Oh, nee, ich hab's doch geschafft. Da konnte ich's gar nicht fassen. Hä? Was? Ach so, jetzt vielleicht die Tür wieder rein? Also ich habe keine... Hä? Was? Hä? Was ist das für ein Level? Das verstehe ich jetzt beim besten Willen nicht. Ach so, jetzt sag bloß, ich hätte gar nicht... Dass ich sowieso hier lang muss irgendwie. Aber das Doofe ist doch, ich kann doch gar nicht... Ja, also ich kann ja nicht x-beliebig hier die ganzen Dinger zerstören, weil ich habe ja keine... Oder muss ich hier zwingend... Also man hat ja auch nicht immer im Inventar, das kann das Spiel ja unmöglich voraussetzen, genau. Ja, super! Woher sollte ich das denn wissen? Ja, da war eine versteckte Tür. Genau, aber das war richtig. Ja, super. Ja, dann haben wir das abgewartet. Jetzt ist das Level aber kastriert, oder auch nicht. Waren das jetzt? Ah, da, okay. Ja, ich beeile mich doch schon, Nein! Oh, kannst du doch vergessen, kannst du das? Jetzt muss man wieder abwarten, ich trinke mal nebenbei was. Das wird jetzt sowieso nichts mehr mit der Zeit. Weißt du was, weil das... Nee, wobei, wir machen das einfach mal. Auch wenn die Zeit knapp ist,
Solange da ja nicht noch ein Teil im Level kommt, müsste das eigentlich trotz der zeitlichen Knappheit durchaus hinhauen. Das war ja ein wirklich merkwürdiges Level. Ach du Scheiß, muss doch hier irgendwie... Jetzt führt mich das hoffentlich nicht zurück an den... Ich könnte kotzen, weißt du das? Ich könnte kotzen, direkt im Strahl. Und man braucht sogar ein Power-Up, weil man ja sonst gar nicht die Blöcke zerstören kann. Das kommt ja auch noch hinzu. Dafür nehme ich mir jetzt aber nur einen Pilz. Man soll ja auch nicht alle Items verschwenden an einem komischen Level. Ah, nee. Immer dieser spielbezogene Kommentar auch. Das langweilt mich total. Nee, mich jetzt persönlich gar nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass das euch langweilt. Auch wenn ihr immer schreibt, das langweilt euch gar nicht, weil ich auch faile und weil das voll lustig ist, wenn ich faile. So, hier muss ich mir bestimmt rechts halten, oder? Nee, doch nicht. Ich bekomme sogar noch ein extra Geschenk. Das ist ja unfassbar. Achso, und als Waschbär kann ich mich in Stein verwandeln, habe ich mir sagen lassen. Und ich kann mir das Power-Up nicht zweimal holen. Ich dachte schon. Hä, Moment mal. Wie konnte ich mich denn in Stein verwandeln? Wie ging das denn? Hä? Wie geht denn das? Das muss mir auch nochmal jemand erklären bei Gelegenheit. Das geht irgendwie nicht. Achso, nee, vielleicht mit Select oder Start? Nee, auch Start nicht. Achso, was ich mir vielleicht... wir haben jetzt quasi eine Feder. Oder einen Federersatz. Dass wir jetzt vielleicht hier tatsächlich was überfliegen müssen. Dass wir entweder hier rechts lang müssen oder links gleich. Das muss ich mir dann einfach mal genauer anschauen. Das Level ist total merkwürdig. Das ist total strange. Finde ich. Wie findet ihr das Level? Ach scheiße, jetzt kann ich mir das gar nicht genau... Wenn das jetzt nicht klappt, dann stehe ich schon wieder auf dem Schlauch, Kinnas. Ja. Nee, wobei ich stehe gar nicht so krass... Ah! Hahaha. Habt ihr das auch gesehen? Da oben? Eine Röhre. Im vermeintlichen Nirgendwo. Ja, der Endboss hier, der wollte sich auch unbedingt finden und besiegen lassen, habe ich das Gefühl. Und der ist hoffentlich jetzt... Der ist auch noch so ein bisschen stark, weil er so komische Federn hat. Und sogar den Waschbieranzug behalten. Wunderbar. Ah, die siebte Welt hat es schon ein bisschen in sich. Und ich sagte doch noch, das wird rätsellastiger. Und ich hasse Rätsel. Ich hasse Rätsel in Jump'n'Runs, vor allem, wenn ich sie nicht kenne. Ja, wie zerstöre ich da jetzt die Blume? Muss ich dafür jetzt einen Hammer aufwenden, oder was? Was ein Rotz. Ich könnte kotzen die ganze Zeit. Was rede ich eigentlich die ganze Zeit immer von Kotzen? Ist auch langweilig. Beziehungsweise ist es auch ein bisschen eklig. Wie ist es eigentlich bei euch, wenn... Hä? Ach so. Ah, jetzt spielt das... Spiel auch noch mit der zweiten Dimension.